Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Hm.
steil. Das könnte helfen. Springen. Das ist der einzige Weg. Ja. Ja.
muss springen. Das ist der einzige Weg. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
bedeutet. Es könnte alles heißen. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Ma, Mai. Ruhe mich. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Glaubst du das wirklich? Der Grund zu Sinchichiqua. Und der Schild des Ehrenschöpfers. Warum? Du solltest dich hören. Das ist ein Mythos. Unuratu glaubt dran. Das reicht für mich aus. Der Kult von Kukulkan geht zu weit. Es wird Zeit, uns zu wehren. Sie üben immer mehr Druck aus und wir weichen immer weiter zurück. Wenn Unuratu nicht bereit ist, etwas zu unternehmen, sollten wir ohne sie zuschlagen. Es ist eine Geschichte. Sie ist real. Ich weiß es. Unsere Eltern haben uns das als Kinder erzählt. Sonst nichts. Nein, du irrst dich, Kumia. Ai! Yachtingwol. Barasuchi. Yachtingwol. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Sokwalaklik esibaesh. Ishikunhei kon lebeho. Ishakau nurato matushantal weyan katentin. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg.
solltest dich hören. Das ist ein... Lara. Ja? Ich bin Koryanka. Unuratu hat eine hohe Meinung von dir. Ich habe den Weg zur alten Kaserne freigemacht, als Etzli gefangen war. Du warst auch daran beteiligt. Wir sind Schwestern derselben Sache. Ah, verstehe. Deine Tätowierung, bist du... Ich bin eine Geschorene, ja. In einem früheren Leben. Vor Amaru. Als wir für etwas anderes standen. Er hat meinen Orden für seine Priester aufgelöst. Nur ich bin noch übrig. Aber ich habe geschworen, im Kampf nie zurückzuweichen. Darum trage ich nun die Farben der Rebellion. Ich unterstehe Königin Unuratu. Nun, ich bin mit dem Ruf der Geschworenen durchaus vertraut. Historisch betrachtet. Sehr erfreut. Du bist zu freundlich. Ihr habt über Kaiser Sinchi Chiqua gesprochen. Ja, den ersten Kaiser von Paititi. Er war Unuratus Vorfahre. Er hat diese Ära gemacht, mit allem. Allem, wofür wir jetzt kämpfen. Ich habe noch nie von diesem Schild gehört, der... Der Schild des Ehrenschöpfers. Die Rebellion braucht ihn als Beweis, dass Unuratu diejenige ist, die Paititi in die nächste Ära führt. Auf dem Schild steht das Ritual der Priesterweihe. Das Ritual macht Unuratu zur nächsten Ehrenschöpferin. Nur sie darf das Schicksal erschaffen. Nicht dieser falsche Gott Amaru. Und wo ist der Schild? Versteckt. Tief im Berginneren, hinter dem Pfad von Hurakan. Dem Pfad von Hurakan? Das ist eine Prüfung. Für alle, die den Schild suchen. Hast du es schon versucht? Das war vor Etzlis Verhaftung meine Mission. Leider musste ich umkehren. Seit seiner Rettung weiß der Kult, dass wir etwas planen. Ich trainiere unsere Kämpfer. Der Schild muss warten. Doch wenn wir zu lange warten, könnte Amaru ihn zuerst holen. Und Unuratus Anspruch wäre dahin. Mit dem Schild kann Amaru Paititi mit einer Geschichte seiner Wahl ein- und sich selbst zum Ehrenschöpfer erklären. Er schafft die Welt neu, wie er sie will. Ja. Das darf nicht sein. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das da drüben bei Uchu ist mein Freund. Er heißt Jonah. Ich kontaktiere ihn, wenn ich was finde. Ich bleib in seiner Nähe. Danke, Lara. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht, solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Shankar, she catch. Will I withdraw?
Chakatukul. Batterie! Verflucht sollen sie sein. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Ich werde nicht betteln. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig, genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Feiglinge, wir alle. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Poma konnte euch in dem Moment nicht helfen, aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien... Guten Tag. Was brauchst du?
Das war eine ausgezeichnete Wahl. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Vielen Dank. Komm, Ishik. Hallo. Schau, was ich für dich hab. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ich bin immer bereit zum Handeln. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber. Wie geht's? Willkommen. Ich warte auf deine Rückkehr. Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Huye. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Wenn der Verräter von der Höhle weiß, ist Kolki in Gefahr. Nochmals danke, Lara. Die Rebellion braucht den Schild des Ehrenschöpfers. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg.
Prat.